geh nach hinten, dann hängt man da so und... Hi, ich bin's wieder. Im nächsten Video der Mythenmörder. Das heißt, alte Themen, alte Thesen vor allen Dingen, die gesagt werden, so Tipps, die man von Kumpels hört, leider auch manchmal noch in Magazinen liest oder in Videos auf YouTube sieht, dass die dann wirklich suboptimal sind. Wie kann man es besser machen? Eine moderne Lehre in der Fahrtechnik. Ganz wichtig natürlich, ihr wisst, es gibt nicht immer nur die eine Technik und das eine, was richtig ist. Es gibt immer verschiedene Varianten und verschiedene Situationen. Aber es gibt so Dinge, vor allen Dingen in der Wortwahl oder so, die lösen bei den Leuten bestimmte Sachen aus. Und man kennt es. Es wird steil, ich habe hier eine Steilstufe. Richtig schön steil, Vorderrad kippt ab. Was sagen viele? Geh mit dem Popo weiter nach hinten, um das auszugleichen. Früher wurde so gesagt, schön weit nach hinten gehen, wenn es steil wird. Heute sagen manche, geh mit der Hüfte oder mit dem Po angepasst nach hinten, je nach Steilheit. So, was machen die Leute, wenn sie das hören? Die fahren auf die Stufe zu, machen die Arme gerade und sind dann wie ein Pilot, der nur so mitgenommen wird. Und wenn sie unten ankommen, fallen sie mit dem Po fast aufs Hinterrad. Und falls in der Steilstufe noch irgendwelche Hindernisse sind, werden sie auch wie ein Passagier hin und her gebaut. Also, es geht darum, zentral zu bleiben, das Rad unter sich abkippen lassen. Natürlich wird der Sattel unter euch nach vorne wandern, wenn steil wird, unter eurem Schritt. Das ist jetzt meine Hand hier als Simulation. Und genau, das ist einfach ein super wichtiges Thema und ich möchte euch ein paar Mal zeigen. So, liebe Leute, ich mache es euch mal korrekt vor. Und zwar ist es so, natürlich hängende Ferse und ihr macht euch ganz klein, das Vorderrad sackt ab und der Sattel wandert unter euch nach vorne. Nicht so optimal ist, wenn man das wirklich so wörtlich nimmt und sagt, okay, es wird steil, geh nach hinten, dann hängt man da so und... Wenn die Stelle relativ einfach ist, so wie wir es hier haben, breiter Auslauf und so weiter, dann funktioniert das ja auch, wenn man hinten ist. Aber auch psychologisch gesehen ist es ja so, dass die Leute, da ist die Gefahr, weil es steil wird, ich gehe mal lieber weg von der Gefahr und hänge hinten. Das wird wie ein Boomerang, kommt auf einen zurück, weil wenn man dann Passagier wird und es ist vielleicht eine schwierigere Steilabfahrt, man hängt hinten, dann kommen Hindernisse, Stufen, man kann gar nichts mehr machen mit den Armen und das ist wirklich auch teilweise eine Sturzursache. Solltet ihr auf jeden Fall optimieren, achtet dabei bitte, dass die Ferse schön hängt. Das ist auf jeden Fall auch sehr hilfreich. Die Ferse hängt, vorher klein machen, das Vorderrad runterlassen und zentral bleiben. Das Fahrrad bewegt sich eh unter euch, der Sattel, und man muss nicht aktiv nach hinten gehen. Ja. Okay. Also, liebe Leute, der Mythenmörder. Viele denken, man muss weit nach hinten gehen, würde ein Passagier besser zentral bleiben. Und filmt euch mal selber in der Steilabfahrt auf euren Holmtrails. Vielleicht nicht wie wir gerade bei minus 10 Grad, wenn einem die Finger abfrieren, weil ich gerade nicht meine Handwärme am Fahrrad habe. Ja, schreibt unter das Video mal, welche Mythen euch noch interessieren. Und bitte wieder achtet darauf, es ist nicht die allgemeine Wahrheit, dass man nie nach hinten geht in irgendwelchen Situationen. Ob es jetzt ein Manual ist oder Situationen, wo man mehr Druck auf dem Hinterrad braucht. Das gibt es auch natürlich. Also nicht, dass es jetzt so ein Dogma wird, aber in der Regel bleibt man zentral über dem Fahrrad und das Fahrrad bewegt sich über einem, unter einem, sorry. Und ich freue mich aufs nächste Video. Schaut mal bei Instagram rein, verlinke ich euch. Könnt ihr mal verfolgen, was ich so täglich mache. Und wenn ihr Bock habt, abonniert den Kanal. Gebt ein Like oder ein Dislike und eure Meinung. Bis dann.